Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video über das Harnsystem. Es geht im Wesentlichen um die Nieren. Und die Nieren haben wichtige Aufgabe im Wasser- und Elektrolythaushalt. Elektrolyte, das sind zum Beispiel Natrium, Kaliumchlorid etc., also gewisse Salze. Und die sind auch wichtig für zum Beispiel im Nervensystem. Natrium ist wichtig, damit die Nerven ihre Impulse weiterleiten können. Und daher braucht es gewisse Elektrolyte, aber es darf auch nicht zu viele Elektrolyte haben, da wir sterben können. Wenn wir zum Beispiel zu viel Kalium haben, dann produzieren wir einen Herzstillstand. Und daher ist es sehr wichtig, dass die Niere da die Elektrolyte im Griff hat. Auch Wasser, wir dürfen nicht ausdursten oder zu viel Wasser ist auch nicht gut. Es braucht eine gewisse Balance und daher ist das Harnsystem ein lebenswichtiges Organsystem, welches wir noch nicht angeschaut haben. Fangen wir am besten an, hier haben Sie eine kleine Übersicht. Sie sehen hier in diesem Bereich die zwei Nieren, wir haben zwei Nieren. Und wir können auch eine Niere spenden und trotzdem weiterleben, wenn wir eine gesunde andere Niere haben. Sie sehen auch, dass die Nieren relativ hoch gelegen sind, also sie sind nicht wie vielmals angedeutet im Flankenbereich. Viele Leute oder Laien würden die Nieren viel zu tief schätzen, diese sind wirklich sehr hoch. Also Sie sehen hier den Bauchnabel und der untere Pol wird vielleicht ganz knapp erreicht von der rechten Niere, welche etwas tiefer gelegen ist als die linke Niere, und das ist, weil hier in diesem Bereich die Leber da ist und die Leber drückt die rechte Niere etwas tiefer nach unten. Und Sie sehen hier eben, dass die rechte Niere knapp beim Bauchnabel endet und das ist eigentlich relativ hoch gelegen. Diese zwei Nieren, die haben hier so zwei Schläuche, also da und hier zwei Schläuche. Das sind die sogenannten Harnleiter und diese Harnleiter verbinden die Nieren mit der Harnblase und aus der Harnblase kommt dann eine Harnröhre hinaus, welche mit der Außenwelt in Kontakt steht. Also hier kommt dann schlussendlich der Urin heraus, beim Mann durch den Penis und bei der Frau kommt der Urin aus dem Scheidenvorhof hinaus. Fangen wir ein bisschen an mit den Funktionen, etwas genauer der Niere, was machen die Nieren, was macht das Harnsystem allgemein. Und hier gibt es drei wichtige Funktionen, die Sie sich merken müssen. Erstens mal ausscheiden, also gewisse Abfallprodukte und gewisse Moleküle müssen aus dem Körper hinausgeschafft werden, weil sie entweder nicht mehr gebraucht werden oder, wenn man sie zu lange behält, auch toxisch wirken. Dann hat die Niere eine wichtige Funktion in der Regulation von gewissen Stoffen, das werde ich noch näher erläutern. Und als drittes hat die Niere eine wichtige Funktion in der Produktion von gewissen Molekülen, die wir auch noch sehen werden. Hier habe ich geschrieben, in den Körper hinein produziert wird und da wird etwas aus dem Körper heraus ausgeschieden. Also das, was hier unten steht, das sind gewisse Moleküle, welche für den Körper selber hergestellt werden und die eine wichtige Rolle spielen im Körper. Also die werden in den Körper hineinproduziert und gewisse Moleküle werden durch die Niere hinausgeschieden. Das sind also zwei verschiedene Funktionen der Niere. Gehen wir ein paar Beispiele durch. Beim Ausscheiden, die Niere scheidet Stoffwechselendprodukte aus, also gewisse Produkte aus der Nahrung, welche nicht weiter abgebaut werden können. Zum Beispiel Proteine, wenn Proteine abgebaut werden, entsteht Ammoniak. Und dieses Ammoniak, das muss aus dem Körper hinausgeschieden werden, weil dieses toxisch ist. Und das Ammoniak wird dann in Harnstoff umgewandelt, welches dann durch den Urin ausgeschieden werden kann. Also eine wichtige Funktion, sonst würden wir uns selber vergiften. Dann Medikamente, das ist ein wichtiges Schlagwort in unserer Zeit, wo viele Medikamente geschluckt werden. Müssen Sie sich vorstellen, dass gewissermaßen
Medikamente von unserem Körper abgebaut werden und daraus entstehen auch gewisse Metabolite, welche nicht mehr chemisch aktiv sind als Medikament, aber welche ausgeschieden werden müssen, weil, wenn sie akkumulieren, schlussendlich auch Schaden anrichten können. Daher ist die Niere da eine zentrale Rolle, welche sie da einnimmt mit dem Ausscheiden. Dann bei der Regulation sehen Sie hier den Elektrolythaushalt und ich habe Ihnen schon ein Beispiel gegeben, eben Natrium, das ist eigentlich nichts anderes als Salz. Unser Körper darf sich nicht versalzen, aber er braucht auch ein bisschen Salz. Trotzdem wegen zum Beispiel der Nervenleitung, welche ich Ihnen zu Beginn gesagt habe. Dann gibt es auch andere wichtige Regulationsbereiche, wie eben der Wasserhaushalt, das habe ich Ihnen auch schon vorgestellt, und der Säure-Base-Haushalt. Ich habe Ihnen auch schon erklärt, was Säure und Base ist, in einem vorherigen Video. Grundsätzlich müssen Sie sich vorstellen, dass wenn etwas sauer ist, hat es viele Protonen. Also sauer gleich viele Protonen. Und wenn etwas basisch ist, hat es wenig Protonen. Und gewissermaßen müssen Sie sich vorstellen, dass wir eine gewisse Säure-Base-Gleichgewicht haben müssen in unserem Körper, damit unsere Zellen arbeiten können. Es darf nicht zu sauer sein, aber es darf auch nicht zu basisch sein. Also es muss immer genau gleich viel Protonen in unserem Körper haben. Protonen sind übrigens die positiv geladenen Teilchen, also diese positiv geladenen Teilchen. Mehr müssen Sie eigentlich nicht dazu wissen. Sie müssen vor allem diesen Oberbegriff, also das, was hier blau geschrieben ist, ist eigentlich das Wichtigste. In den weiteren Folien werde ich das auch so weiterverwenden. Dann beim Produzieren, also die Nieren produzieren auch gewisse Moleküle, wie zum Beispiel EPO. Das ist die Abkürzung für Erythropoietin. EPO kennt man häufig aus dem Radsport, wo sich die Radfahrer mit EPO spritzen und dopen. EPO hat eine wichtige Rolle im Körper und wir werden diese auch etwas näher ansehen. Dann Vitamin D. Also die Nieren produzieren nicht Vitamin D, aber sie haben einen wichtigen chemischen Schritt, welches das Vitamin D machen muss, damit Vitamin D aktiv wird. Und das werden wir uns auch noch ansehen. Zum Schluss Renin. Die Nieren produzieren Renin und wir werden dann auch noch sehen, was Renin in unserem Körper macht. Also an diesem Gerüst werde ich mich heute halten und ich hoffe, Sie können mir dann folgen. Fangen wir richtig an. Grundsätzlich müssen wir uns fragen, was macht die Niere eigentlich, was macht diese eigentlich, also was hat diese für eine Funktion, wenn man das in einem Wort sagen will. Also Sie sehen hier die Niere und hier oben drauf ist die Nebenniere und die ist wichtig im Hormonsystem. Wir werden sie heute auch noch besprechen. Grundsätzlich reden wir eigentlich nur über diese Niere hier unten. Und Sie sehen auch die Nebenniere, die ist etwas paradox, dass man diese Nebenniere nennt. Es ist ja eigentlich auf der Niere, aber trotzdem nennt man sie Nebenniere. Und was macht jetzt diese Niere eigentlich? Grundsätzlich haben Sie hier einen Eingang. Hier haben Sie rot dargestellt eine Arterie und Arterien, die gehen ja vom Herzen weg und bringen sauerstoffreiches und nährstoffreiches Blut in die Organe. Also hier haben Sie eine Arterie, welche Blut hier in die Niere hineinbringt. Sie haben aber auch blau dargestellt eine Vene, die Nierenvene, welche das Blut, welches hier durchgegangen ist, wieder zurück zum Herzen bringt, damit es dann in die Lungen gepumpt werden kann und dort wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Und bei der Niere haben wir jetzt noch einen dritten Ausgang, hier gelb dargestellt, das ist eben dieser Harnleiter. Und hier kommt der Urin heraus. Also haben Sie einen Eingang und zwei Ausgänge bei der Niere. Das ist ein wichtiges Prinzip. Hier etwas schematisch dargestellt, hier wieder um der Eingang, eben diese Nierenarterie, welche das Blut hier hineinbringt. Und hier sehen Sie jetzt eine ganz spezielle Struktur. Dieses gelbe Ding hier, welches so, also
welches so schematisch dargestellt ist, dieses Ding, also das da hier, dieses gelbe Ding, das ist ein sogenanntes Nephron. Nephron ist die funktionelle Einheit der Niere und wir werden dann in den späteren Folien noch genauer dazu zu sprechen kommen. Aber es ist wichtig, dass Sie jetzt das Konzept verstehen. Sie sehen hier, dass das Blut, das arterielle Blut, also das, was in die Niere gepumpt wird, wird hier durch ein Nephron geschleust. Und da sehen Sie, dass gewissermaßen ein Teil des Blutes filtriert wird. Und dieses filtrierte Blut, das wird dann hier via Harnleiter im Urin ausgeschieden. Der Rest, welcher nicht filtriert wurde, der gelangt dann hier via Nierenvene wieder zurück in den Kreislauf, wo es dann zum Herzen gelangt und von dort in die Lungen gepumpt wird. Das heißt eben, das Filtrierte, also eigentlich ist Urin nichts anderes als filtriertes Blut, welches hier durchgeschleust wird. Und der Urin wird in sogenannten Nephrons, in diesen gelben Dingen hier hinausgepresst und dann via Harnblase und Harnröhre ausgeschieden. Dieses Konzept müssen Sie sich wirklich verinnerlichen und müssen Sie verstehen. Grundsätzlich, was macht die Niere eigentlich? Niere ist ein Filter. Sie sehen hier diese Dinger hier, das sind Filter. Und wenn man die Niere beschreiben müsste mit einem Wort, dann ist es ein Filter. Okay, hier haben Sie das Konzept des Filtrierens. Ich bin mir sicher, Sie kennen, also Sie wissen, was Filtrieren ist. Hier einfach, damit das wirklich klar ist, Sie sehen hier eine sogenannte Suspension und Sie sehen hier gewisse Körnchen. Nehmen wir mal an, das sind Sandkörnchen. Und diese Sandkörnchen, die werden jetzt hier in einen Filter hineingeworfen. Also Sie sehen hier, dass diese Flüssigkeit mit den Körnchen hier in diesen Filter geleert wird. Und dieser Filter filtert jetzt diese Sandkörnchen hinaus, sodass unten das Filtrat hinauskommt. Und das Filtrat ist eben, wurde befreit von diesen Körnchen. Grundsätzlich ist das eigentlich hier das gleiche Prinzip. Sie sehen hier das nochmal aufgezeichnet. Hier dieser Teil des Nephrons ist eigentlich nichts anderes als dieser Teil hier. Also das ist eigentlich dort, wo das Zeug filtriert wird. Und hier unten, also dieser Schlauch hier, das ist eigentlich nichts anderes als diese Röhre hier. Die hat nicht mehr viel zu tun mit dem ganzen Zeug, sondern das ist eigentlich mehr ein Transportding, welches das Filtrat hier nach unten transportiert. Okay. Grundsätzlich kann man jetzt sagen, wenn man eben die Niere als Filter deklariert, ist eigentlich hier diese Funktion der Niere beschrieben worden. Wir können relativ viel schon mit dem erklären, eben dass die Niere ein Filter ist und somit alle Stoffwechselendprodukte aus dem Blut filtriert und ausscheiden kann. Auch Medikamente werden aus dem Blutsystem filtriert. Also ausgeschieden und schlussendlich hat der Körper diese giftigen Stoffe nicht mehr drin. Also Sie müssen sich vorstellen, hier ist das Herz etwa und das Herz, das pumpt jetzt das Blut, welches noch dreckig ist, sage ich jetzt mal, hier in die Nieren hinein. Dort wird es filtriert und das Filtrierte wird dann hier in die Harnblase gebracht, wo es dann schlussendlich ausgeschieden wird. Und was hier aus der Niere zurückkommt, das ist das gereinigte Blut, welches dann wieder zurück zum Herzen fließt und dann wieder gebraucht werden kann. So einfach kann man sich das vorstellen. Fangen wir zuerst mit der Anatomie der Nieren an. Wir gehen dann noch etwas mehr ins Detail mit der Physiologie, also wie geschieht das Ausscheiden denn wirklich? Das war jetzt eigentlich nur ein Konzept, damit Sie einen einfachen Einstieg hatten. Fangen wir mit der Anatomie der Nieren an. Sie müssen wissen, wie groß eine Niere ist. Und das ist relativ einfach zu merken.
Sie ist 3 cm dick, sie ist 6 cm breit und sie ist 12 cm lang. Grundsätzlich immer das Doppelte. Also wenn Sie wissen, wie dick die Niere ist, also in die Tiefe, sie ist 3 cm dick, so können Sie einfach das Doppelte nehmen und Sie wissen die Breite und dann nochmals das Doppelte und Sie wissen die Länge. Sehr tief einfach. Grundsätzlich ist die Niere eben so bohnenförmig, eben so wirklich wie eine Bohne, und auch die Nierenschalen, die nach den Nieren benannt werden, die sind eben auch so bohnenförmig. Die haben eine ganz charakteristische Form, also die Nieren sind bohnenförmig. Und das zweite habe ich Ihnen schon erklärt, die rechte Niere hier, also das wäre die rechte Niere, die liegt tiefer als die linke Niere, weil wir hier in dieser Region haben wir die Leber. Und die Leber, die drückt hier die Niere etwas nach unten. Daher ist die linke Niere etwas höher und die rechte Niere etwas tiefer. Okay, dann schauen wir uns das nochmals so an. Und nehmen wir mal ein Messer und schneiden diese Niere hier auf. Was passiert jetzt? Die Niere sieht dann etwa so aus, also wir haben jetzt die Niere aufgeschnitten und wir sehen jetzt einen Längsschnitt durch die Niere. Sie sehen die Niere mit ihrer charakteristischen Bohnenform hier, wie vorher angetönt, hat eigentlich nur einen Eingang. Also nur hier gehen Gefäße hinein und hinaus und nur hier geht der Urin schlussendlich auch raus. Überall hier ist die Niere abgedichtet. Hier hat es eine Kapsel und hier geht eigentlich nichts raus oder rein. Es gibt nur hier in der Mitte, also hier, einen Ausgang und einen Eingang für Gefäße und sonstige Röhren. Und dieser Eingang, den nennt man das sogenannte Hilum oder das Nierenhilum. Und die wichtigsten Strukturen, welche hier durchgehen, haben wir schon besprochen. Das ist der Harnleiter, eben dieses Rohr hier, welches den Urin zu der Harnblase bringt. Und dann die Nierenarterie, welche das Blut in die Niere bringt, und die Nierenvene, welche das Blut hinausbringt. Also grundsätzlich ein Eingang und 2 Ausgänge. Diese 3 müssen Sie sich merken. Und dann gibt es noch weitere Gefäße und Strukturen wie Nerven- und Lymphgefäße, welche hier auch noch hinein und hinaus gehen. Aber diese 3 müssen Sie sich merken. Und Sie müssen auch wissen, dass das Ding hier, dieser Eingang und Ausgang, dieser Ort, also das, was hier markiert ist, das ist das sogenannte Hilum. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Schauen wir uns jetzt diese Nierenkapsel an. Also wir haben jetzt das Hilum angeschaut, jetzt schauen wir uns, was rundherum ist. Wie sieht das eigentlich aus? Und dafür habe ich eine kleine Zeichnung gemacht. Sie sehen hier nochmals die Niere, ein bisschen schematisch dargestellt. Und hier das Schwarze, hier, was um die Niere herum ist, also außer hier natürlich, hier haben wir das Hilum, wo die Gefäße hinaus und hineingehen. Hier überall haben wir eine bindegewebige Nierenkapsel. Und diese Nierenkapsel, die heißt Capsula fibrosa. Also eine Kapsel, welche fibrös ist oder eben bindegewebig. Und diese bindegewebige Nierenkapsel, die ist jetzt überhaupt nicht dehnbar. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Niere anschwillt, egal was für eine, wieso das ist oder was für eine Ätiologie es hat, dann kann sich diese Nierenkapsel nicht ausdehnen und das schmerzt. Und das gibt einen ganz klassischen Nierenschmerz. Also das wäre die erste Schicht, welche um die Nieren herum ist. Dann um die Niere herum, also überall rundherum, ist ein Fettgewebe, welche die Niere einpackt. Und dieses Fettgewebe, das nennt sich Capsula adiposa. Und das ist grundsätzlich Baufett. Wir haben den Unterschied zwischen Bau- und Speicherfett schon früher gemacht. Speicherfett ist dieses Fett, das eigentlich nicht das ästhetische Fett ist. Also das ist eigentlich das Bauchfett und Oberschenkelfett und so weiter.
und das ist eigentlich nicht unbedingt lebenswichtig. Hier herum haben wir aber ein Baufett und das Baufett ist eben ein gewünschtes Fett. Und dieses Fett polstert und hält die Niere aufrecht. Wenn wir dieses Fett verlieren, wird die Niere nach unten fallen und wird abknicken. Und all diese Gefäße, welche hier hinaus und hineingehen, die werden abgeknickt, weil die Niere nach unten geknickt wird. Und das ist also wichtig. Also zum Beispiel bei unterernährten Menschen wird dieses Baufett auch noch aufgebraucht und das kann verheerende Schäden auf die Niere haben. Also das ist eine wichtige Struktur, dieses Fettgewebe. Dann die dritte Schicht. Um dieses herum haben wir einen Fasziensack. Manchmal redet man auch von Gerota Fascie oder einer Fascia Renalis. Das ist einfach die dritte Schicht. Also diese drei Schichten müssen Sie sich merken. Die innerste ist eine bindegewebige Schicht, dann kommt eine Fettschicht und dann ganz außen, das ist eigentlich auch wieder Bindegewebe. Also Bindegewebe, Fett und Bindegewebe. Okay, jetzt fangen wir an mit dem inneren Aufbau. Jetzt haben wir die Kapsel angeschaut und auch das Hilus oder der Hilum. Hilum haben wir angeschaut, also alles rundherum haben wir jetzt betrachtet. Jetzt fangen wir an, was ist eigentlich in der Niere drin? Und in der Niere hat es eine sogenannte Nierenrinde. Und diese Nierenrinde, die ist wie eine Rinde so ist. Die Rinde ist immer außen. Und Sie sehen hier auch, dass die Rinde eigentlich außen ist. Und in dieser Nierenrinde gibt es sogenannte Filterstationen. Was meine ich damit? Hier haben Sie nochmals das gleiche Bild von vorher. Wir haben vorher gesagt, eben, dass die Nierenarterie das Blut bringt und das Blut wird dann in sogenannten Nephrons, also dieses gelbe Ding, das ist ein Nephron, dort wird das Blut gefiltert und das, was nicht gefiltert wurde, wird dann per Vene wieder zurück in den Kreislauf befördert. Das Filtrat, also das, was filtriert wurde, gelangt dann via gewisse Röhren dann in den Harnleiter und dann in die Blase, um dann schließlich ausgeschieden zu werden. Die Nierenrinde ist eigentlich der Ort, wo dieses Ding hier ist. Also das da hier. Das ist dieses Filterding, also dort, wo die Filtration stattfindet. Sie müssen sich vorstellen, dass hier in der Nierenrinde eben diese Strukturen drin sind, eben da die U-förmigen Strukturen, diese da. Also in der Rinde haben wir sehr viele so Filterstationen. So. Dann hier blau dargestellt, das ist das Nierenmark, also das Mark ist immer innen und die Rinde außen. Und im Mark hat es das Transportsystem, das ist eigentlich dieses System hier. Also diese Röhren, die sind hier im Mark. Also wenn man sich das so vorstellt, hier ist die Filtrationsstation und hier ist die Röhre. Und diese Röhre, die mündet dann hier ins Nierenbecken. Das werde ich dann noch genauer beschreiben. Also hier haben Sie überall Filterstationen in der Rinde. Und im Mark hier haben Sie die Transportsysteme, also diese Röhren, die ich Ihnen hier gezeichnet habe. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und all diese Röhren, die vereinigen sich dann hier im Nierenbecken, wo sie dann vereinigt durch den Harnleiter in die Blase gelangen. Also dort, wichtig zum Mitnehmen, die Nierenrinde, dort sind die Filterstationen und im Nierenmark, das ist das Transportsystem, da ist dieses Röhrchen. Okay. Hier haben Sie nochmals so ein Bild. Also hier haben Sie eigentlich so ein Nephron, das ist ein Nephron, etwas komplizierter dargestellt. Hier oben ist eben diese Filterstation und das alles hier herunter, das ist eigentlich die ganze Transportfabrik, die ganzen Pipelines und Röhren, welche dieses Filtrat transportieren. Und Sie sehen hier auch, dass die Filterstation, die ist eben hier in dieser Rinde. Und hier diese pyramidenförmigen Dinge, das ist das Nierenmark. Also Sie sehen hier, dass die Rinde etwas in das Mark hineinragt. Sie können sich das so vorstellen.
Grundsätzlich ist alles die Rinde und diese pyramidförmigen Dinge, das ist der Nierenmark. Und der größte Teil der Röhren hier ist hier in diesem Mark. Das sehen Sie hier, also in diesem pyramidförmigen Ding. Also das ist eigentlich die Zeichnung, die ich Ihnen vorher schon gezeigt habe. Hier nochmals in Worte, eben in der Nierenrinde gibt es diese Filterstationen, also diese Dinger hier. Und diese Dinger, die nennt man Glomerulum. Oder Nierenkörperchen, kann man auch sagen, aber ich möchte, dass Sie das Wort Glomerulum lernen. Dann hier im Nierenmark ist eben das ganze Transportsystem, eben all diese Röhren, die sind hier in diesen pyramidförmigen Gebilden, im sogenannten Nierenmark. Und diese Dinger, also die ganzen Schlauchsysteme, das nennt man das sogenannte Tubulus-System. Tubulus-System. Also in der Nierenrinde gibt es die Filterstationen, die heißen Glomerulum. Und im Nierenmark gibt es das Transportsystem, das heißt Tubulus-System. Dann hier dieses Tubulus-System, also von hier an, das ist das ganze Tubulus-System, ich zeichne es jetzt Ihnen, das ist ein riesen Röhrengebilde, also bis hier nach unten, dann hier nach oben, bis hierhin, das ist das Tubulus-System. Ab hier haben Sie dann plötzlich ganz große Röhren und Sie sehen hier auch gewisse Eingänge von anderen so Dingen, also von anderen Nephrons. Also hier haben Sie zum Beispiel eine andere Filterstation und diese Filterstation mündet dann hier hinein. Also verschiedene Filterstationen münden in ein ganz großes Gebilde hinein und das ist das sogenannte Sammelrohr. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Mehrere solcher Sammelrohre. Also Sie haben hier dann überall so Sammelrohre, hier haben Sie mehrere Sammelrohre. Die münden alle in sogenannte Nierenkelche. Und hier, das ist ein Nierenkelch, das ist ein Nierenkelch, das ist ein Nierenkelch, das ist ein Nierenkelch. Das sind grundsätzlich diese Regionen. Hier haben Sie eben diese Nierenmarkspyramide, also das ist das Nierenmark und das ist zwar pyramidenförmig. Und an der Spitze der Pyramide haben Sie eben diese sogenannten Nierenkelche. Das sind diese Regionen hier. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ganz viele so Nephrons, also ganz viele so Dinger hier, welche in Sammelrohren enden. Und viele Nephrons münden in ein Sammelrohr, also in viele Nephrons in ein Sammelrohr. Und viele von diesen Sammelrohren münden in ein Kelch. Also das ist immer eine Vergrößerung der Schläuche, könnte man vorstellen. Und von diesen Nierenkelchen haben Sie mehrere Nierenkelchen, eben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All diese Nierenkelche, die münden schlussendlich ins sogenannte Nierenbecken. Das ist hier. Das ist hier, das ist das sogenannte Nierenbecken. Und vom Nierenbecken aus gelangt der Urin, welcher hier oben eigentlich filtriert wurde, also vom Glomerulum ins Tubulussystem, vom Tubulussystem ins Sammelrohr, vom Sammelrohr in die Nierenkelche, vom Nierenkelch in das Nierenbecken und vom Nierenbecken gelangt der Urin dann in den Harnleiter, in den Ureter. Das ist dieses lange Rohr hier. Das ist, also Sie sehen, nur dieser Teil hier, dieses Glomerulum, also das, was hier orange gezeichnet ist, das ist die Filterstation. Alles, was weiter nach unten ist, also das Nierenmark, die Nierenkelche, das Nierenbecken und die Harnleiter, das ist eigentlich nichts anderes als das Transportsystem. Das ist überall Transportsystem. Grundsätzlich relativ einfach zu verstehen, aber diesen Weg, den müssen Sie können. Also der Urin wird im Glomerulum gefiltert, gelangt ins Tubulussystem und mehrere Tubulussysteme münden in ein Sammelrohr, wie hier angedeutet, und mehrere Sammelrohre münden in ein Nierenkelch und mehrere Nierenkelche münden ins Nierenbecken und das Nierenbecken, das mündet dann in den Harnleiter. Und hier eben, wie gesagt, dieses ganze Gebilde hier, das nennt man Nephron. Das Nephron ist eigentlich nichts anderes als Glomerulum plus Tubulussystem. Okay, eigentlich müsste ich das Sammelrohr hier in Klammern setzen. Also eigentlich wäre das Nephron einfach dieser Teil hier.
Das wäre das Nephron. Also Glomerulum und Tubulussystem ist ein Nephron. Okay. Und jetzt möchte ich nochmals etwas klarstellen, eben das Blut wird filtriert in der Niere und wir müssen uns jetzt den Weg des Blutes etwas genauer ansehen, also wo geht denn das Blut genau in die Niere und was passiert dann in der Niere? Fangen wir mal an, wir fangen hier bei den Nierenarterien an, also das Blut geht hier in die Nierenarterie hinein. Und von der Nierenarterie geht es dann weiter in, also verzweigt es sich. Die große Nierenarterie verzweigt sich in viele kleine Nierenarterien. Das ist hier in natürlichen in Gänsefüßchen, weil die heißen dann ganz spezifisch, aber das ist jetzt nicht wichtig. Und diese kleinen Nierenarterien, die münden jetzt hier alle. Also die verzweigen sich hier und gehen in die Nierenrinde. Was machen sie in der Nierenrinde? Stellen wir uns vor, nehmen wir mal diesen Abschnitt hier, diese Arterie hier und vergrößern diese Arterie und dann sehen wir dieses Gebilde hier. Und Sie sehen hier, dass das Blut hier in diese kleine Nierenarterie fließt und wo geht es dann hin? Das Blut fließt dann hier weiter und gelangt hier in dieses Gebilde. Und dieses Gebilde haben wir auch schon gesehen, das ist eben der Glomerulum, also eigentlich die Filterstation, also da hier. Also das Blut gelangt von der Nierenarterie in kleine Nierenarterien und dann dort weiter in noch kleinere Nierenarterien, wo es schließlich dann in ein Nierenkörperchen oder in ein sogenanntes Glomerulum mündet. Und dort wird das Blut dann filtriert. Das Blut, welches nicht filtriert wurde, gelangt dann hier weiter, also hier war es ja hineingekommen, hier wird es filtriert und dann das Blut, das nicht filtriert wurde, geht dann hier mit dieser kleinen, noch kleineren Arterie etwas weiter. Und wo geht es hin? Es versorgt dann hier, also es verzweigt sich dann und es versorgt eigentlich all diese Zellen, welche um dieses Tubulussystem herumgewickelt ist. Also Sie sehen hier eigentlich, das ist das Tubulussystem, dort wird der Harn abgeführt. Um dieses Tubulussystem winden sich all diese Arterien und versorgen dort die Zellen, welche diese Röhrchen machen. Und von dort weg wird das Blut dann blau, also das sauerstoffreiche Blut. Das Blut war ja hier überall sauerstoffreich, wurde hier filtriert. Sauerstoff wurde ja nicht abgegeben hier und wurde weiter, also es wurde nur filtriert und der Sauerstoff wurde nicht Zellen abgegeben. Und das Blut, das übrig war, ging dann hier zu den Tubuluszellen und versorgt hier die Tubuluszellen mit Sauerstoff. Wenn es den Sauerstoff abgibt, wird das Blut dann blau, ist eben sauerstoffarm. Und von diesen sauerstoffarmen kleinen Venen, also führt dann das Blut wieder hinaus und gelangt dann hier via Nierenvene, also via dieser großen Nierenvene, wieder zurück in den Kreislauf. Und vorher, das habe ich Ihnen schon mehrmals jetzt gesagt, eben, das filtrierte Blut hier gelangt hier in das Tubulussystem, gelangt hier in das Sammelrohr und vom Sammelrohr dann in die Nierenkelche, von den Nierenkelchen ins Nierenbecken, vom Nierenbecken dann in den Harnleiter zur Blase. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Wichtig, was Sie hier mitnehmen müssen, ist, dass die Niere zwei Kapillarnetze hat. Ein Kapillarnetz ist hier, also dort wird das Blut filtriert, dort verliert Blut gewissermaßen ein bisschen von seinem Wasser und von seinen Nährstoffen etc. Und ein zweites Kapillarnetz eben um diese Tubuluszellen herum, wo es sich hier aufzweigt und diese Zellen um diesen Tubulus noch weiter ernährt. Das sind zwei Kapillarnetze und das ist relativ einmalig. Vielleicht wissen Sie nicht gerade, was Kapillaren sind. Das habe ich in einem vorherigen Video gemacht. Ich mache jetzt einen kleinen Exkurs.
Sie haben hier gewissermaßen das Herz in der Mitte und das Herz pumpt Blut in all diese Organe. Und damit die Organe dann schlussendlich versorgt werden, also hier zum Beispiel ein Muskel, damit der versorgt werden kann, braucht es sogenannte Kapillaren. Und diese Kapillaren, das sind eigentlich nichts anderes, also hier ist ein Beispiel, das sind eigentlich nichts anderes als Gefäße, welche sehr, sehr weite Poren zwischen den Zellen haben. Und also da innen ist das Blut und das Blut wird eigentlich den Organen zur Verfügung gestellt, damit diese ihre Nährstoffe bekommen. Das sind Kapillaren. Und eben die Niere, die hat jetzt zwei Kapillarnetze, eines hier in der Filterstation, damit das Blut gefiltert werden kann. Sie müssen sich vorstellen, wenn dieser Filter komplett dicht verschlossen wäre, würde ja gar nichts filtriert. Also hier haben Sie gewissermaßen spezielle Gefäße, welche gewisse Substanzen durchlassen, also einen Filter. Und ein zweites Kapillarnetz ist hier beim Tubulus-System, weil diese Zellen ja auch noch ernährt werden müssen und die Nährstoffe in die Zellen gebracht werden müssen. Daher brauchen die auch gewissermaßen Poren in den Gefäßen und die Nährstoffe werden so den Zellen überführt. Okay, und grundsätzlich, das habe ich Ihnen noch schon mehrmals gesagt, nur eine kurze Rekapitulation, eben in den Nierenrinde wird das Blut gefiltriert. Und das filtrierte Blut, also eigentlich der Harn oder der Urin, wird dann vom Glomerulum aus in die sogenannten Tubuli oder in dem Tubulus-System abgeführt. Vom Tubulus-System gelangen dann mehrere Tubuli in ein Sammelrohr und von mehreren Sammelrohren, die gelangen dann in die Nierenkelche hier. Und von mehreren Nierenkelche gelangt der Urin dann in das Nierenbecken und vom Nierenbecken in den Ureter oder in den Harnleiter. Ureter ist einfach das Fremdwort für Harnleiter. Das müssen Sie wirklich in- und auswendig können. Und eben, das ist das Nephron, das habe ich Ihnen auch schon erzählt. Und jetzt werden wir uns dem Nephron etwas mehr Zeit, also mehr Zeit widmen. Und das machen wir dann in einem nächsten Video.